hat heute hier in Ost-Berlin gesprochen, in der Parteizentrale der Sozialdemokraten. Wir haben eine Aufzeichnung vorliegen. Wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass 80 Sozialdemokraten oder mehr der Volkskammer angehören würden? Es hätten mehr sein können. Aber es ist ein wichtiger Schritt, weniger als wir erhofft hatten und erwarten durften. Trotzdem, es ist nichts davon abzustreichen, dass dieser 18. März die Reetablierung, die Wiedererrichtung der parlamentarischen Demokratie in diesem Teil Deutschlands bedeutet. Das ist eine Menge. Nebenbei gesagt, fast keiner hat heute daran gedacht, dass an diesem 18. März vor genau 100 Jahren der Reichskanzler Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler, zurücktreten musste, weil er gescheitert war in seinem Kampf gegen die Sozialdemokratie. Das wird anderen auch nur so gehen. Dass die Mehrheit der Wählerinnen und der Wähler in der bisherigen DDR hat sagen wollen, wir wollen die Einheit, wir wollen sie rasch, wir wollen sie ohne Wenn und Aber und wir wollen sie mit möglichst raschem wirtschaftlichen Anstieg und Aufstieg. Das kann man verstehen. Es ist nicht ganz gerecht, dass das in so hohem Maße an der Sozialdemokratie vorbeigelaufen ist. Und die Probleme werden ja erst noch kommen. Die Probleme werden erst noch kommen. Und die letzte Wahl ist dies jedenfalls nicht gewesen. Damit meine ich nicht nur die Tatsache, dass Kommunalwahlen bevorstehen, aber es gibt mir Gelegenheit zu sagen, wie besonders ich froh darüber bin, dass Ost-Berlin gegenüber den übrigen Territorien der DDR unvergleichlich viel besser abgeschnitten hat für die SPD als